Berlin-Charlottenburg, der Kiez rund um den Savignyplatz. Hier hat Gerd Voss vor fast 30 Jahren seinen Blumenladen eröffnet. Ach, ich wollte immer, ich habe schon als Kind hatte ich schon mein kleines Schaufenster. Ich bin ein Kriegskind, ich bin Krieg geboren und ich habe immer, wenn ich gespielt habe, wir hatten so einen Schuppen, da war ein Fenster und da habe ich schon immer Schaufenster gemacht und habe mit wilden Blumen Fenster dekoriert und ich wollte immer, Gärtner wollte ich werden, ja. Aber ich habe immer eine Beziehung gehabt zu Blumen. Ich habe schon mit 10 Jahren einen Brautstrauß gemacht für eine Braut mit Maiglöckchen. Und die musste ich noch selber pflücken im Wald und ich hatte solche Angst. Mittlerweile ist Gerd 71 Jahre alt und er bindet seine Sträuße schon lange ohne Angst. Wichtig ist, dass er nicht auseinanderfällt. Deswegen muss man den unten anziehen und den kann man richtig zubinden. So. Gerd liebt seine Blumen, seinen Laden und den Umgang mit den Kunden. Aber er weiß auch, dass sein Alter nach Entscheidungen verlangt. Ich bin alleinstehend. Bei uns in meiner Familie sind alle früh gestorben. Und ich bin jetzt alleine. Und in dem Alter kann immer was passieren. Und wenn mir was passiert, was mache ich dann? Dann muss ich erstmal den Laden schließen. Dann habe ich die ganze Büro kam am Hals, ich muss den Laden auflösen, kostet alles ein Vermögen. Aber Gerd hat eine Lösung gefunden. Die junge Adina hat im vergangenen Jahr den Laden übernommen, sehr zur Freude von Gerd. Ich habe hier in meiner Nachfolgerin habe ich jemand gefunden. Sie macht es im gleichen Stil weiter, wie ich das gemacht habe. Und das ist für mich irgendwie eine Bestätigung, dass ich doch im Leben etwas geschafft habe. Für Gerd ist das jetzt die optimale Lösung. Er kann einen Gang zurückschalten, ohne ganz auszusteigen. Ich kann jeden Tag hier hinkommen, bin immer herzlich willkommen. Und dadurch ist es immer noch, als wenn es meins wäre. Also ich kann mich nicht davon trennen, das ist irgendwie wie mein zweites Zuhause. Ich bin hier nicht mehr beschäftigt, aber ich bin jeden Tag hier. So ist mein Hobby. Zu Hause habe ich zwar einen Garten, aber das ist langweilig, wenn keine Menschen da sind. Leute, die ihr Geschäft aufgeben und so richtig in Rente gehen, die leben nicht mehr lange. Ich möchte noch ein bisschen leben. Tschüss, bis morgen. Tschüss.